أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. Viele Muslime haben den Glauben angenommen, dass Hazrat Isa al-Islam mit lebendigem Leibe im Himmel säße, während der Koran und die Ahadith verdeutlichen, dass Hazrat Isa al-Islam verstorben ist. Gemäß Koran starb Hazrat Isa al-Islam nicht am Kreuz, noch wurde er getötet. Dies bedeutet aber nicht, dass er niemals gestorben ist. Der Koran beschreibt Hazrat Isa al-Islams Errettung vom Kreuz, seine Zuflucht in einem anderen Land und seinen natürlichen Tod. Mittlerweile bestätigt sogar die Al-Azhar-Universität in Kairo diese Tatsache, was ich ebenfalls auch zeigen werde. Es ist eine Frage der Ehre gegenüber dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mit diesem Video soll das Missverständnis über Hazrat Isa alaihissalam beseitigt werden, den der Großteil der Muslime irrtümlicherweise als Wahrheit anerkennt. Der Tod Hazrat Isa al-Islam lässt sich durch mehreren Stellen im Koran beweisen. Im letzten Teil des 5. Kapitels des Koran wurde offenbart, dass Isa al-Islam von Gott befragt wird, ob er sein Volk die Dreifaltigkeit gelehrt habe. Wir lesen in klaren Worten, dass Jesus dies verneint. Er fügt hinzu, dass er nicht einmal davon wisse, dass dem einzigen Gott noch irgendwelche Götter beigesellt worden wären. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. Diesbezüglich schauen wir uns noch an, wie die Korruption der Christen im Koran verdeutlicht wird. Hierzu schauen wir uns den Vers 73 bis 75 der 5. Sura an. Ungläubige sind diejenigen, die sagen, Gott ist Christus, der Sohn der Maria. Und Ungläubige sind diejenigen, die sagen, Gott ist der dritte von dreien. Es gibt keinen Gott außer dem einzigen Gott. Zurück zur Sura 5, Vers 118. Hier sehen wir ein Ereignis, welches am Tag des jüngsten Gerichts stattfindet. Jesus spricht im ersten Vers oben zu sehen mit Gott, dem Allmächtigen, und berichtet ihm, dass er nichts von dem, der ihm fremden christlichen Lehre weiß. Er sagt ja, solange ich unter ihnen weilte. Das heißt, er ist jetzt nicht mehr unter den Christen. Nun, wenn doch Jesus im Himmel ist und heraufkommen wird, und dann unter ihnen weilen würde und daraufhin sterben würde, dann würde er mitbekommen, in was für einen Zustand sich die Christen befinden und somit die Lage der Christen mitbekommen. Das würde dem Vers 118 widersprechen. Aufgrund der Sturheit mancher lieben Mitmenschen könnte die Beschuldigung auftreten, die vorherigen Verse nicht mit eingebracht zu haben. Deswegen führe ich diese nochmal auf. Das weißgeschriebene wird deutet klar darauf hin, dass es noch passieren wird. Das heißt, die Form der Zukunft. Des Weiteren hat Imam Bukhari berücksichtigend zum Vers 118 in seinem Werk Sahih al-Bukhari ein Kapitel aufgeführt, welches die Überschrift Babu Tawaffi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam trug. In diesem Werk schildert Imam Bukhari, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Bedeutung des Wortes Tawaffi, das heißt Tod, genauer bezeichnet bzw. beschreibt. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam vergleicht seinen eigenen Tod mit dem Tod von Hazrat Isa alaihissalatu wassalam. Hierzu lesen wir Folgendes. Am Tage der Auferstehung werden einige aus meiner Anhängerschaft zur Hölle geführt. Da werde ich sagen, O mein Herr, diese sind meine Gefährten. Gott wird darauf antworten,
Du weißt ja nicht, was sie nach deinem Tod für unerlaubte Neuerungen eingeführt haben. Da werde ich das Gleiche sagen, wie der tugendhafte Diener Gottes Jesus gesagt hat. Ich war Zeuge über sie, solange ich unter ihnen weilte. Nachdem du mich sterben ließest, bist du der Wächter über sie und bist du über alles Zeuge gewesen. Hier nochmal für die Misstrauischen die arabische Version aus Sahih al-Bukhari. Das rot unterstrichene ist nichts weiter als das Wort bzw. die Hervorhebung des Wortes Tawaffa. Um das Argument noch undurchsprechlicher zu machen, lege ich zwei Videos von eminenten Islamgelehrten bei. Diese vertreten ebenfalls die Aussage bzw. die Interpretation des Verses, dass Hazrat Isa al-Islatu al-Islam verstorben ist. Eine kleine Anmerkung, diese zwei Gelehrten sind nicht Ahmadis. Um die Begriffe Tawaffa und Rafa zu klären, werde ich noch ein extra Video bereitstellen. ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة. Number one is, first is, when Allah said, oh Isa, that is Jesus, I will cause you to die, is the first statement. Mark, this is very important ayat. You must know what I'm saying. I will cause you to die, that it means I'll complete your life and raise you to myself. That means raising. In Arabic, Rafa means in raising, not physical also, it means honor, and raise you to myself. پہلی بات یہ ہے کہ ان کے زندہ اٹھائے جانے کی کوئی صراحت قرآن مجید میں نہیں ہے بلکہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ اس سے عبارت کرتے ہیں وہی الفاظ ہیں کہ جو کسی بھی شخص کی وفات کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں قرآن مجید نے پوری بات بیان کی ہے اور یہ کہا ہے کہ انی متوفی کا ورافیو کا علیہ کہ میں تجھے وفات دوں گا پھر اپنی طرف اٹھا لے جاؤں گا اب ظاہر ہے کہ وفات کے بعد اپنی طرف اٹھا لے جاؤں گا کہ الفاظ ان کے جسمی کے لیے ہو سکتے ہیں اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ یہود نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ان کی توہین کریں گے تو بظاہر جو کچھ بائبل سے معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ جب یہودا اسکریوتی نے ان کی نشاندہی کی کہ وہ کوہ زیتون میں کہاں بیٹھے ہوئے اس وقت اور ان کو پکڑنے کے لیے ہجوم ان پر حملہ ہوا لیکن اللہ کے فرشتوں نے ان کو وفات دی اور اس کے بعد اٹھا لے گئے اب جو بات وہ مان رہا ہے کہ زندہ اٹھا لیے گئے اس کے لیے بھی کوئی صراحت قرآن مجید میں موجود نہیں خالی ہے قرآن اس سے بالکل اچھا بالکل یہی معاملہ حدیث کا کوئی حدیث ایسی نہیں ہے موجود ہی نہیں ہے جس میں اس طرح کی کوئی صراحت کی گئی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہو حدیث کے پورے ذخیرے کو آپ دیکھ ڈالیے اس میں ایسی کوئی بات تیری درگاہ میں اجزو